Herzlich willkommen Ihnen allen zu unserem heutigen Kongress der Koalitionsfraktionen der christlich-liberalen Koalition von CDU, CSU und FDP zur Zukunft der ländlichen Räume heute hier in Berlin im Reichstag. Wir wollen, dass die ländlichen Räume Zukunft haben. Wir wollen, dass die Menschen ihre ländliche Heimat auch in Zukunft als lebenswert empfinden, dass sie dort bleiben, dass die ländlichen Räume attraktiv bleiben mit entsprechender Infrastruktur, mit Arbeitsplätzen vor Ort. Unser Ziel ist die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Und diesem Ziel fühlen wir uns verpflichtet und dieses Ziel wollen wir mit unserer Politik und mit konkreten Maßnahmen umsetzen. Welche Infrastruktur brauchen wir in den ländlichen Räumen? Von den Verkehrsanbindungen an die großen Zentren über den ÖPNV bis zum schnellen Internet. Deshalb ist diese Struktur ja eine Reflexion ist, dass Deutschland aus seinen Regionen, für mich Provinz nichts Negatives. Ich bin überzeugter Anhänger von Provinz. Wenn Sie wollen, ist Provinzler für mich nichts Negatives, sondern Erfolgsgeheimnis deutscher Staatsstruktur und deutscher wirtschaftlicher Entwicklung, weil wir in der Breite alle mitmachen, nicht nur zentralistisch. Und die ländlichen Räume sind ja, meine Damen und Herren, kein Nachteil, sie sind eine Chance. Welche Qualität brauche ich und wie kann ich sie dann auch unter veränderten Bedingungen im ländlichen Raum darstellen? Wir brauchen medizinische Versorgung, aber die medizinische Versorgung muss in der Qualität so sein, wie sie auch in Ballungsgebieten sich darstellt. Und da ist die Frage zu stellen, reichen die bisherigen Möglichkeiten, die wir haben, aus? Darüber werden wir sehr intensiv diskutieren, denn die Frage der medizinischen Versorgung ist sowohl für die ältere als auch für eine jüngere und mittlere Generation ein zentrales Thema. Das kann man sich mal genauer anschauen. Und zwar ist es die Frage, wer vermittelt eigentlich der Bevölkerung? Es hängt ein Stück weit von der Politik ab, von den betroffenen Menschen, wie die ländlichen Räume in Deutschland wahrgenommen werden. In erster Linie muss es um die Verbesserung des Image des ländlichen Raums gehen. Die Energiewende bietet eine Chance für den ländlichen Raum. Die Energiewende wird, wenn sie stattfindet und wenn sie erfolgreich sein wird, im ländlichen Raum stattfinden. Unser Thema ist hinreichend bekannt. Regionen fördern, Tourismus fördern, Regionen attraktiv gestalten. Wir haben, meine Damen und Herren, die Koalitionsfraktionen letzten Monat einen Antrag auf den Weg gebracht, Tourismus in ländlichen Räumen, Potenziale erkennen, Chancen nutzen. Ich glaube, ganz wichtig und einer der sogenannten USPs, also dieser Unique Selling Points, was macht das Besondere von Deutschland aus, das Thema Ökologie, das im Marketing noch stärker rauszustellen und auch international vorzustellen. Deutschland hat den Lead in Europa. Ich glaube, es ist eine große Chance, dieses Thema Ökologie und Nachhaltigkeit in der Angebots- und Produktentwicklung als ein Pflichtziel, wenn Sie so wollen, mit in die Werbung aufzunehmen, in unsere Kommunikation, in die Öffentlichkeitsarbeit für den Standort Deutschland, für den Tourismus, gerade wenn es um den ländlichen Raum geht. In Rheinland-Pfalz sind 80% der lokalen Tourismusorganisationen heute nicht mehr in der Lage, ihren Job zu machen. Was passiert daraus? Ja, aber alle bekommen nach wie vor weiterhin ihre Förderung, alle dürfen ihre Projekte machen, an den Strukturen verändert sich wenig bis gar nichts. Man hat uns gerne vorne als USP auf die Kataloge gesetzt. Es gibt keinen bayerischen Katalog, wo nicht die Kuh in den Bergen drauf ist. Natürlich, aber wo finden Sie den Urlaub auf dem Bauernhof auf den letzten Seiten? Ich glaube, im Allgäu hat es sich inzwischen geändert. Das nehme ich immer hier zur Kenntnis. Gott sei Dank, da gibt es ganz starke Kämpferinnen dafür. Ich habe mal gesagt, Sie müssen mich alle so lange ertragen, bis deutschlandweit der Urlaub auf dem Bauernhof wenigstens in der Mitte gelandet ist. So lange will ich kämpfen. Bei der Bereitstellung der öffentlichen Infrastruktur darf nicht die schlichte Frage nach dem Was und wie viel im Vordergrund stehen, sondern der Effizienzgesichtspunkt. Das Schlimmste, was uns passieren kann,
Das ist das, wenn wir nur den ländlichen Raum als Katastrophe sehen und singen und das geht ja immer bergab. Und wir müssen wir selbstbewusst und mit Mut das Ganze angehen. Und das ist ein ganz wichtiger Ausdruck, der für mich auch wichtig ist. Wir haben so viele positive Aspekte und Fakten bei uns im ländlichen Raum, die müssen wir nach außen treten, die müssen wir kundtun. Und wenn man sagt, bei uns ist es ja nicht nur schön, bei uns ist es nicht nur gesund, wir haben wunderbare Menschen, wir haben eine hohe Lebensqualität, wir haben gute Freizeitmöglichkeiten. Und das, was zum Richten ist, das müssen wir in der Gemeinsamkeit machen. Von oben bis unten und von unten bis oben. Viele junge Familien, und darauf kommt es uns ja an, die sich entscheiden, wo wollen wir leben? Die besonders danach natürlich schauen, wie ist die medizinische Versorgung. Für einen selbst, für seine Eltern, aber natürlich auch für die Kinder. Und wenn wir in der Fläche diese medizinische Versorgung nicht gewährleistet kriegen, wird der Trend, in den Ballungsraum zu gehen, noch größer. Wer bleibt dann in der Fläche? Nicht die Jungen, sondern noch mehr die Älteren. Das heißt, eine doppelte Verschärfung wäre das, wenn wir es nicht gewährleisten, jetzt die richtigen Anreize zu setzen, die medizinische Versorgung in der Fläche zu gewährleisten. Gehört habe, hat es spannende Diskussionen in den drei Modulen gegeben. Die Landwirtschaft produziert Rohstoffe, zum Beispiel nicht nur für die Ernährung, sondern auch für die energetische Nutzung. Die Landwirtschaft erzeugt Energie mit einer Biogasanlage, sodass die Energiepolitik maßgeblichen Einfluss auf das Unternehmen hat. Vielleicht bietet die Landwirtschaft aber auch touristische Dienstleistungen an und ist von daher auch unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftsinfrastruktur und der Dienstleistungsangebote, die sie vorhält, ebenfalls in dem Feld zu nennen. Aber das schaffen wir nicht alles nur durch staatliche Förderung. Auch das wurde ganz deutlich in dem Panel. Gerade eigenverantwortliches Handeln in diesem Bereich, ob es jetzt in puncto Breitbandausbau ist oder in puncto Straßenausbau oder was auch immer, gerade eigenverantwortliches Handeln, das ist sehr, sehr wichtig. Mir liegt insbesondere am Herzen eine Botschaft. Und die ist, wenn wir uns bemühen, die ländlichen Räume attraktiv zu halten und auch künftig zu gestalten, dann tun wir das nicht nur wegen der Menschen, die im ländlichen Raum leben, sondern es ist ein Anliegen von uns allen, auch von denen, die in den Städten leben.